Kennst du vielleicht fiese Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich, die vielleicht ins Gesäß ziehen, in die Oberschenkel, die meistens auftreten nach dem Weihnachtsmarkt- oder Museumsbesuchssyndrom? Du bist lange und langsam zu Fuß unterwegs gewesen, im Urlaub dir eine Stadt anschauen oder du arbeitest am Fließband, arbeitest viel stehend, deine Muskeln sind dadurch verkürzt. Ich zeige dir, wie du diese teilweise massiven Schmerzen, wie ich sie seit vielen Jahren kannte, unmittelbar im Jetzt stark lindern und oftmals sogar beseitigen kannst, wenn die eben besagten Gründe die Gründe dafür sind. Die Verkürzung durch langes Stehen, langsames Laufen. Du stellst dich hin, beugst deine Beine etwas ein, neigst dich mit möglichst geradem Oberkörper etwas nach vorn, ziehst den Bauch nach innen. Und so weit, wie du den Oberkörper fallen lassen kannst, lässt du ihn eben nach unten gleiten. Beine noch gerne gebeugt. Arme locker, Kiefer locker, entspannt, Atem fließt. Mehr Dehnung in der Körperrückseite, in den Beinrückseiten, die wir haben wollen, wenn du jetzt achtsam deine Kniekehlen immer weiter nach hinten schiebst, so weit, bis du eine deutliche Dehnung spürst. Das darf sogar ein bisschen wehtun, aber keine krassen Schmerzen. Aber wir wollen Dehnungsimpulsen, Dehnungsschmerz haben. Und jetzt lass dich hier wirklich schön aushängen. Mach Halsgelenke, Kopfgelenke mal ein bisschen locker lassen. Ah, und dann stell dir vor, dass dein Gesäß so ein bisschen nach hinten oben strebt, als wolltest du ein Hohlkreuz machen, was natürlich gar nicht geht. Arme, Schultern hängen alle entspannt. Mehr Dehnung, wenn du die Kniekehlen nach hinten schiebst, die Beine mehr durchdrückst. Weniger Dehnung, wenn du die Beine mehr einsteigst. Du kannst es also einbeugst. Du kannst es also für dich regulieren. Komm dann wieder mit aktivem Bauch und eher gebeugten Beinen nach oben mit geradem Rücken wieder hoch. Und erlebe, wie du oftmals, ist meine persönliche Erfahrung, oftmals dann viel freier in der Oberschenkelmuskulatur, viel freier im unteren Rücken wieder sein kannst und dich weiter bewegen kannst. Das kannst du 60 Sekunden, 100 Sekunden immer mal zwischendurch machen. Im Büro, in der Halle, am Fließband, auf dem Weihnachtsmarkt. Ist doch egal, was die anderen Leute denken, wenn du schmerzfreier und dadurch generell noch fröhlicher durch deinen Tag gehen kannst.